sehr interessant ist natürlich, wie die Bevölkerung zu der Umsetzung der Masseinwanderungsinitiative steht, wie sie das Parlament im Dezember beschlossen hat. Und da zeigt sich, wenn es eine Abstimmung gibt, würden im Moment 57% der Leute die Umsetzung gutheißen. Ein zweites Resultat, das sehr interessant ist, ist, dass 78% der Stimmberechtigten den Weg über die bilateralen Verträge als den richtigen Weg sehen, wie die Schweiz mit der EU zusammenarbeiten sollte. Man sieht, dass, wenn es jetzt eine Abstimmung darüber gibt, sehr viele Leute würden abstimmen gehen. Also das Thema Europa brennt den Leuten nach wie vor unter den Nägeln. Man sieht aber auch, dass alle Volksinitiativen, die im Moment so in der Pipeline sind, Selbstbestimmungsinitiativen oder auch Kündigung von der Personenfreizügigkeit im Volk völlig chancenlos werden. Also die Umfrage hat gezeigt, die Schweiz will weiterhin stark und vernetzt bleiben. Das merken wir auch im täglichen Austausch mit den Leuten da draussen, die wir dürfen haben während unserer Kampagnenarbeit. Wir werden das weiterhin machen, wir werden uns weiter einsetzen, vor allem mit Geschichten, mit ganz vielen positiven, konkreten Geschichten, warum dass die Bilateralen für uns Vorteile bringen, warum dass der bilaterale Weg für die Schweiz das Richtige ist. Und umso mehr sind wir natürlich jetzt nach dem Sonntag motiviert, dort weiterzugehen.